Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, das junge Jahr 2018, das wissen wir schon jetzt, wird ein historisches Jahr für das Bergbauland Nordrhein-Westfalen. Die Schließung der letzten beiden deutschen Steinkohlezechen in Deutschland bedeutet das Ende einer jahrhundertealten Tradition. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Bergbau das Land NRW entscheidend prägte. Einerseits hat der Kohlebergbau ermöglicht, dass wir heute ein erfolgreiches Industrieland sind. Andererseits wurde der Boden in Teilen Nordrhein-Westfalens geradezu durchlöchert wie ein Schweizer Käse. 900 Jahre Bergbau in NRW hinterlassen Spuren. Und mit diesen Spuren werden wir es noch lange zu tun haben. Vor allem die Hinterlassenschaften des Steinkohlebergbaus aus den vergangenen Jahrhunderten, der sogenannte Altbergbau, wird uns noch lange beschäftigen. Mit unserer großen Anfrage ist nun ein erster Einblick in den Umfang der Risiken von tages- und oberflächennahem Bergbau, das Risikomanagement von Altbergbaugesellschaften und des Landes NRW möglich. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei der Landesregierung, vor allem bei der Bergbehörde, für die umfangreiche Arbeit und die Transparenz. Bedanken kann ich mich aber leider nicht bei allen Altbergbaugesellschaften, denn nicht alle arbeiten eng mit der Bergbehörde zusammen, wie es beispielsweise die RAG tut. Keine der Altgesellschaften hat Aussagen über ihre Kosten für die Beseitigung von Risiken und zu den Rückstellungen gemacht. Das ist aus unserer Sicht eine eklatante Missachtung des Informationsrechts des Landtags von Nordrhein-Westfalen. Zu Beginn des Steinkohlenbergbaus hat es natürlich alles anders ausgesehen als heute. Es gab andere Standards, es wurde nicht so tief der Bergbau betrieben. Aber es gibt eben auch aus dieser Zeit noch beeindruckende, sehr alte Karten mit erstaunlicher Genauigkeit dieser unterirdischen Schächte. Aber eben die oberirdischen Bezüge können manchmal so ähnlich lauten wie in Anführungszeichen 150 Meter südöstlich der Dorfeiche. Solche Ortsangaben sind natürlich aus heutiger Sicht nicht gerade präzise. Und diese und weitere Voraussetzungen machen es natürlich schwierig, ein vollständiges Bild des Altbergbaus zu bekommen. Manche Menschen im Ruhrgebiet mögen sich jetzt fragen, wo denn jetzt hier die Neuigkeiten liegen. Man ist es ja irgendwie gewohnt, dass sich die Erde auftut. Zwischen 2005 und 2016 kam es zu fast 1900 Tagesbrüchen in Nordrhein-Westfalen. Ich finde diese Zahlen wirklich dramatisch. Die neuen Erkenntnisse liegen aber nicht in dieser Zahl, sondern in den noch schlummernden Risiken. Dafür ein paar Beispiele. 60.000 verlassene Tagesöffnungen werden in NRW vermutet. Nur 30.000 davon sind digital erfasst. Die Bergbehörde ist nicht nur für die Kontrolle dieser Altgesellschaften zuständig, sondern auch für die Schächte und Tagesöffnungen, bei denen nicht mehr klar ist, wem sie überhaupt zuzuordnen sind. Und damit verantwortet die Bergbehörde 2.569 Schächte. Und davon sind bei 65 Schächten die exakte Lage nicht genau bekannt. Bei mehr als 1.100 der Schächte muss mit Tagesbrüchen gerechnet werden. Und das ist eine so bedenkliche Zahl, weil noch nicht mal alles bearbeitet wurde, sondern diese Bearbeitung ist im Ruhrrevier von der Bergbehörde in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre fertig, und im Aachener Revier soll sie dann anfangen und noch 10 Jahre dauern. Das dauert uns und vielen Menschen in Nordrhein-Westfalen zu lange. Hier müssen die Kapazitäten erhöht werden, um in Zukunft wirklich mehr Tagesbrüche zu verhindern. Die Antwort der Landesregierung macht auch deutlich, welche eklatante rechtliche Lücke es in Nordrhein-Westfalen gibt. Weil der Bergbau beendet ist, unterliegen die Altbergbaugesellschaften eben nicht mehr der Aufsicht der Bergbehörde. Doch die Gefahr von Tagesöffnungen besteht trotzdem weiter. Und auf das zum Teil unkooperative Verhalten der Altgesellschaften habe ich ja bereits hingewiesen. Eine Abstimmung mit der Bergbehörde oder eine sonstige behördliche Kontrolle gibt es schlicht nicht. Und das kann weitreichende Folgen haben. So schreibt die Landesregierung in der vorliegenden Antwort, ich zitiere, immer wieder ist festzustellen, dass bei der Sicherung altbergbaulicher Hinterlassenschaften durch unerfahrene Dritte Verfahren eingesetzt werden, die für den entsprechenden Zweck unzureichend und oder nicht unter Nachhaltigkeitsaspekten fragwürdig sind. Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch solche Maßnahmen selbst neue Gefahren geschaffen werden. Zitat Ende. Ich möchte darauf hinweisen, das ist nicht irgendwie eine Panikmache, sondern das schreibt die Landesregierung in ihrer Antwort. Und das zeigt ganz klar, es besteht dringender Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht
brauchen wir schnellstmöglich eine behördliche Anzeigepflicht für die Maßnahmen der Altgesellschaften und ein Kataster, in dem alle durchgeführten Maßnahmen zur Untersuchung und Sicherung potenziell Tagesbruch verursachender Hinterlassenschaften aufgelistet und für die Zukunft gesichert werden. Andere Bundesländer haben das bereits geschafft. Nordrhein-Westfalen muss hier nachziehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gespannt, ob wir über diese Maßnahmen heute schon eine Einigkeit erzielen können. Denn aus unserer Sicht sprechen die Antworten der Großen Anfrage eine ganz klare Sprache. Es ist nicht eine Überprüfung notwendig, ob Regelungen in NRW möglich und erforderlich sind, sondern lediglich, wie dies geschehen kann. Und es besteht dringender Handlungsbedarf. Und für unsere Fraktion möchte ich gerne sagen, dass wir hierfür unsere konstruktive Zusammenarbeit anbieten. Glück auf!